Moin, heute wird hier ein Miyawaki-Wald angelegt. Miyawaki-Wälder, das sind diese sogenannten Tiny Forests, die unglaublich schnell wachsen. Da werden auf 100 Quadratmetern 600 Setzlinge eingepflanzt. Die werden mit Nährstoffen angereichert, mit Stroh abgedeckt. Ash und Annika, ihr seid heute tatkräftig dabei. Was genau macht ihr denn heute hier? Wir pflanzen einen Mini-Wald. Ja, genau. Und wir machen das dafür, für die Umwelt. Damit macht das Spaß, was ihr hier macht? Es macht sehr viel Spaß, da es eine Abwechslung für den normalen Schulalltag ist. Wir sind draußen an der frischen Luft und die Sonne tut auch mal gut und ständig vor den Lehrern sitzen und quasi Unterricht zu machen. Das ist eine große Abwechslung. Ja, außerdem kann man mit dieser Aktion auch sehr viele andere mit Schüler und mit Menschen motivieren, auch solche Aktionen zu machen und solche Aktionen beizutreten und mehr für die Natur generell zu machen. Zum ersten Mal und ich finde es sehr schön, es macht sehr viel Spaß. Ich freue mich auch, dass alle dabei sind und es ist natürlich gut für die Schule. Vor einem Jahr war ich ja selber noch hier und es wäre schön gewesen, wenn wir es dann schon gemacht hätten, aber es ist nicht zu spät. Ne? Und wie fühlt sich das an, wenn man jetzt so merkt, mit dem, was ihr da produzieren lässt, lässt sich aktiv was gegen die Klimaerwärmung tun? Wir finden so diese Aktion Miyawaki Wald, Tiny Wald natürlich super. Da können wir auch zeigen, was unser Dünger leisten kann. Genau das Richtige für uns. Und ich denke, jetzt das, was wir jetzt hier machen, den Miyawaki-Wald, das ist eine super Sache. Hier können ganz, ganz viele mitarbeiten, ganz viele Hände packen mit an. Und ja, da machen wir was für, besonders für den Klimaschutz. Wie ihr ja wisst, wollen wir ja YouTube-Stars werden. Da sind wir ja auch schon ziemlich nah dran. Und wäre also super, wenn ihr unseren Kanal abonniert. Das geht da. Oder das nächste Video guckt. Das geht da. Ist einfach mega wichtig, dass es einen Kanal gibt, der sich mit Tierschutz, Naturschutz, Artenschutz, Umweltschutz und Klimaschutz beschäftigt. Und das sind wir. Und natürlich werden wir YouTube-Stars. Dankeschön.